Der Katzenkönig, ein Märchen aus England. Vor langer Zeit saß die Frau des Totengräbers an einem Winterabend am Kamin. Neben ihr lag ihr großer schwarzer Kater, der alte Tom. Sie erwarteten die Rückkehr des Hausherrn. Sie warteten und warteten. Stunden vergingen, doch er blieb lange aus. Plötzlich kam er hereingestürzt und rief ganz aufgeregt: Sag, weißt du, wer Tommy Tildrum ist? Seine Frau starrte ihn an, noch mehr aber der schwarze Kater. Weshalb willst du denn wissen, wer Tommy Tildrum ist? Und weshalb regst du dich so auf? Höre, was ich für ein Abenteuer erlebt habe. Ich habe Mr. Fordyces Grab geschaufelt und muss dabei wohl eingeschlafen sein. Plötzlich wachte ich durch das Jaulen einer Katze auf. Miau, antwortete der alte Kater Tom. Ja, gerade so war es. Ich guckte über das Grab hinweg. Und was glaubst du, was ich sah? Wie kann ich denn das wissen? Sprach die Frau. Ich sah 9 schwarze Katzen. Alle mit einem weißen Fleck auf ihrem Brustpelz. Und sie sahen alle gleich aus wie Tom. Und was glaubst du, was diese Katzen trugen? Sie trugen einen kleinen Sarg. Der war mit einem schwarzen Samtbartuch bedeckt. Und darauf lag eine Krone aus purem Gold. Und bei jedem dritten Schritt riefen alle Miau. Miau, maunzte wieder der alte Tom. Ganz genau so. Ja, ganz genau so, rief der Totengräber. Und sie kamen näher und näher und ihre Augen leuchteten im grünen Licht. 8 trugen den Sarg und die 9, die größte, schritt voran. Aber sieh nur unseren Tom an, wie er uns anstarrt. Es ist, als verstünde er alles dies. Erzähl doch weiter, rief seine Frau. Und kümmere dich nicht um den alten Tom. Also ich sage gerade, sie kamen langsam und feierlich auf mich zu und riefen alle bei jedem dritten Schritt Miau. Miau, machte der alte Tom wieder. Der Totengräber erblasste und erschrak, fuhr aber dann fort. Und denk dir nur, sie stellen sich genau gegenüber dem Grab von Mr. Fordyce, wo ich stand. Und alle sehen sie zu mir herüber. Doch sieh nur den Tom an. Er starrt mich genauso an wie sie. Kümmere dich doch nicht um den alten Kater, rief seine Frau. Wo war ich denn? Ach ja, sie standen alle und starrten mich an. Und dann kam die Größte, die dem Zug voranschritt, zu mir heran, sah mir gerade ins Gesicht und sagte zu mir: Ja, ich versichere dir, sie sprach zu mir mit menschlicher Stimme. Sage Tom Tildrum, dass Tim Tildrum tot ist. Und darum, um Himmels Willen, frage ich dich: Weißt du, wer Tim Tildrum ist? Denn wie kann ich Tom Tildrum sagen, dass Tim Tildrum tot ist, wenn ich gar nicht weiß, wer Tom Tildrum ist? Sieh nur den Tom an! Sieh nur unseren alten Tom an! Schrie da seine Frau. Der Totengräber fuhr ebenfalls erschreckt zusammen, denn der Kater Tom blähte sich auf und machte einen Katzenbuckel. Dann schrie er: Was? Der alte Tim ist tot? Dann bin ja ich der Katzenkönig. Miau! Er sauste im Kaminschlot in die Höhe und ward nie mehr gesehen.